Ich war wieder auf dem Flohmarkt und habe einiges gefunden. Was, seht ihr gleich. Ja, erstmal hallo, dass ihr, oder schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei seid. Ich zeige euch das, was ich heute mit meinem Bruder zusammen auf dem Flohmarkt gefunden habe. Das Wetter war wirklich bombastisch und ich war froh, heute auch mal wieder Zeit zu finden. Beruflich bin ich zurzeit meistens über die ganze Wochenende komplett unterwegs, sodass ich die Flohmärkte fast gar nicht mitnehmen konnte. Diesmal war wieder Zeit und ja, ein bisschen haben wir gefunden. Dieses Mal waren wir auch wieder auf einem der großen Flohmärkte und der ist gemischt. Ich habe einmal, ich glaube vor zwei Monaten, weiß ich gar nicht, ich blende das hier jetzt ein, über den gleichen Flohmarkt gesprochen, dass ich zu dem gar nicht hin wollte. Und dann haben wir wirklich XXL-Pickups gemacht, wirklich mit viel Film und richtig toll. Heute war es wieder durchwachsen, es hat sich so ein bisschen bestätigt, so richtig viel war da nicht. Aber ich muss sagen, wir haben trotzdem einige kleine Schätze gefunden und Highlights, wo wir echt begeistert waren, die überhaupt gefunden zu haben. Ja, ein paar Wermutstropfen waren auch dabei. Ich sage ganz ehrlich, dass man natürlich auch viel nicht so schöne Sachen findet. Ein Stand zum Beispiel, da war ich echt interessiert. Was heißt interessiert? Der hat Transformers-Figuren verkauft. Wirklich einen ganzen Stand mit Transformers-Figuren. Wahnsinn. Habe ich selten gesehen. Vielleicht 30, 40 Jahre nicht in der Masse. Aber es waren modernere Sachen natürlich. Es waren viele, viele neuere Sachen. Dann waren ein paar ältere Sachen dabei. Also es waren Sachen von Transformers Kingdom, War of Cybertron und so die neueren Rescue Boards und all der Kram. Dann waren zwar ein paar ältere Sachen dabei. Das ältere war schon so Transformers Cybertron, Armada. Cybertron, glaube ich, war das hauptsächlich. War aber auch lose dann. Ein paar Sachen von Combiner Wars und von Titan Returns. Das sind so schon etwas neuere Serien, die vielleicht 5 Jahre alt sind. Ja, und aber im Endeffekt nicht wirklich was Interessantes für mich dabei. Entweder hatte ich das schon oder es interessiert mich nicht wirklich, weil ich mehr auf den klassischen G1-Style stehe. Eine Sache hätte ich Interesse gehabt, das war der Dinobot Swoop aus der Combiner Wars Serie. Ja, und im Endeffekt war er lose, er war vollständig, er wollte 25 Euro für diese Figur lose haben und das ist viel zu viel für die lose Figur. Im Endeffekt, wenn die jetzt mit OVP gewesen wäre, ja, dann kann man auch so 30 Euro zahlen, aber lose ist die Figur nicht den Preis wert. Muss ich leider zugeben. War mir dann auch zu teuer. Er meinte, online über 75 Euro. Ja, ja. Alles klar. War ein Händler halt. Ne? Ein bisschen Beast Machines so aus den 90ern war dabei. Nett, aber das sammle ich auch nicht. Egal. Kommen wir zu den Dingen, die ich gefunden habe. Und da sind wirklich ein paar schöne Sachen dabei. Und fangen wir mal gleich an. Diesmal fange ich an mit einem kleinen Highlight. Auf VHS-Kassette sogar. Und zwar WrestleMania 7, Hulk Hogan gegen Sergeant Slaughter. Ist das nicht ein cooles Cover? Eine Videokassette zu diesem Event. Es ist halt ein Zeitzeugnis. Ne? Also für meine Zeit mit Wrestling eben halt. Ich habe das nicht live gesehen, aber zu der Zeit habe ich gerne Wrestling geguckt. Und hier hinten auch noch schön Big Boss Man und die Hart Foundation mit Bret Hart und Jim the Anvil Neidhart. Absolut cool. Und wenn man sich die Matches hier auch anguckt, das sind Hammer Matches. Also hier Karrierematch. Wer verliert, muss die Federation sozusagen verlassen. Das war Ultimate Warrior gegen Macho King Randy Savage. Dann gab es ein Intercontinental Titelmatch zwischen Mr. Perfect und Big Boss Man. Tag Team Titelmatch Hart Foundation, also Bret Hart und Anvil Neidhart gegen die Nasty Boys. Match mit verbundenen Augen, ja, sowas gab es auch. Jake the Snake Roberts gegen Rick Martel, auch ein legendäres Match.
und dann noch mit dabei Virgil, Teddy Biasi, Roddy Piper, British Bulldog, Undertaker, Jimmy Fly Snuka, Greg Valentine, Earthquake, Texas Tornado, Legion of Doom, Tito Santana, The Rockers mit Shawn Michaels und Marty Jannetty. Also Wahnsinn. Richtig klasse. Also hätte ich noch einen Videorekorder, würde ich vielleicht noch mal gucken. Aber ja, ein schönes Schätzchen, gerade für Leute, für die Sammlung. Ideal. Ich hatte Glück, 2 Euro wollte der Betreffende haben. Und ich habe Wrestling-Fans bei mir in der Gruppe, also meiner WhatsApp-Gruppe, wo wir uns mit Toys und mit allen möglichen Retro-Kramen austeilen. Und da habe ich schon den Interessenten gefunden, der das dann in seiner Sammlung haben möchte. Ja, freut mich sehr. Ich selbst habe das früher gern geguckt, aber ich sammle es nicht mehr so extrem. Aber wenn man es findet, man nimmt das doch gerne mit. Und genauso wie die weiteren Sachen. Ich komme zu Filmen. Filmen habe ich einen ganzen Stapel gefunden, die wirklich interessant sind. Auch für 2 Euro, zwar auf DVD, aber meinem Bruder fehlte die noch. Die Staffel ist die letzte, die ihm fehlte, von der Serie True Blood, Staffel 7. Passt doch. Genau, komplette 7. Staffel. Fehlte noch. Also, ja, in die Sammlung hinzugefügt. Für 1 Euro, warum nicht mitnehmen? Ein bisschen game-relevant. Ein Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Hülle ist leider kaputt, aber im Endeffekt, wenn es im Regal steht, macht es nichts. Auch für 2 Euro, die für 1 Euro, die 2 Euro gab es. Escape Plan, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Ist jetzt kein schlechter Actionfilm, er ist wirklich unterhaltsam. Er kam natürlich in die Kritik, weil Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone den gleichen Synchronsprecher Thomas Danneberg haben. Ja, und hier haben sie sich entschieden, dass Schwarzenegger nicht von der Stimme synchronisiert wird. Der Trailer hatte noch beide Stimmen, hier nicht. Das hat natürlich ein bisschen Ärger gesorgt, weil der österreichische Sprecher für Schwarzenegger nicht ganz den Style getroffen hat, den Schwarzenegger spricht. Ist sehr schade, ansonsten nicht schlecht. Und mir fehlt er noch, denn review-technisch habe ich 2 und 3 bekommen mal vom Verleih. Und dadurch habe ich den in meiner Sammlung. Also ich habe ihn damals für Short Review, also der Link, den ihr oben habt, reviewed. Dadurch habe ich die bekommen. Aber mir fehlt Teil 1 mal noch, habe ich ganz übersehen und deswegen jetzt mitgenommen. So, und dann habe ich jetzt hier 6 Filme für, was waren das, 10 Euro mitgenommen, was ein guter Schnitt ist, kann man gar nicht sagen. Alles Disney-Filme auf Blu-ray. Und hier habe ich aber einen Fehler gemacht und beziehungsweise ich oder mein Bruder, wir haben ein bisschen mit dem Verkäufer dann geredet, nachdem wir gesehen haben, Mensch, der hat ein paar schöne Sachen. Wir haben vergessen, auf die CDs zu gucken. Und die haben so leichte Gebrauchsspuren. Jetzt hoffe ich natürlich, dass sie noch funktionieren, weil es sind echt schöne Filme. Und für den Preis, auch wenn die beiden Steelbooks jetzt ein bisschen nicht mehr die schönsten sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist Toy Story 1 auf Blu-ray. Na, kommt da rein. Dann ist es Toy Story 2. Das ist kein Disney-Film, aber auch gut. Und dann kam König der Löwen 1, König der Löwen 2, Simbas Königreich, König der Löwen 3, Hakuna Matata. Ja, und auch Zeichentrick, aber schon etwas seltener auf Blu-ray, Lego Scooby-Doo Spuk in Hollywood. Kam im Rahmen der Toyline raus, die ja auch von Lego war. Bei Lego haben sie ja auch den Van rausgebracht, sehr, sehr schick. Und die Lego-Movies auf Blu-ray sind schon seltener zu finden, aber auch leider leichte Gebrauchsspuren. Man sieht auch, die Hülle ist ein bisschen angeniddelt. Trotzdem für den Preis okay. Wir haben jetzt das auf Risiko jetzt, sagen wir mal so, jetzt mitgenommen. Müssen das nochmal ausprobieren. Ist halt ärgerlich. Licht. Ärgerlich. Ärgerlich ist es. Dann gab es ja Bücher. Es gab ein paar Bücher. Und zwar Fantasy-Bücher. Die habe ich dann entdeckt. Zusammen sind das für 5 Euro 6 Bücher gewesen. Und zwar, jetzt werde ich wahrscheinlich die Reihenfolge nicht richtig zeigen, aber es ist auch egal. Zu einer Brettspielserie, weil das Brettspiel kommt aus dem Dungeons & Dragons Universum. Gibt auch Computerspiele dazu, Rollenspiele natürlich. Da aus der Dark Sun Reihe. So, und jetzt habe ich hier, die Reihenfolge sind 6 Bücher. Ich gucke mal, habe ich hier unten eins? Nö. Doch, da.
Also fangen wir an mit 1. Dark Sun, also unter der dunklen Sonne, wird es im Deutschen auch genannt. So, die Gladiaten von Tyr, auch richtig schön klassische Cover eben halt. Dann haben wir hier 2, der Speer der Rache, auch ein cooles Cover. Ich versuche mal die richtige Reihenfolge, das ist 6, das ist 3. Die Scharlachrote Legion, so ein bisschen Mad Max-Style, finde ich auch nicht schlecht. Dann Nummer 4, ja, das Buch der Könige, ja, auch richtig cool, so ein Barbaren. Nummer 5, auch mit einem ganz coolen, sexy Cover, der Drache von Arthas. Und Band 6, die vergessene Zitadelle. Ja, wie gesagt, das sind die kompletten 6 Bücher zu dieser Reihe. Mein Bruder hatte schon 3 Stück fehlten ihm. Aber er hat sich gesagt, er weiß nicht mehr, in welchem Zustand seine Bücher waren, weil die auch vom Flohmarkt stammten. Also nimmt er für den Preis alle mit und die anderen sind dann halt irgendwann abzugeben. Genau. Weiter geht es. Dann haben wir an einem Stand Bücher, Mini-Bücher gefunden. Beziehungsweise, bevor ich die Mini-Bücher gleich zeige, ich habe an einem Stand, das war glaube ich der gleiche, wo der Pikachu-Film, nee, der True Blood, die True Blood Staffel mitgenommen wurde. Und zwar mit 4 Disney-Figuren aus den 80ern zu Bernard und Bianca. Wir haben einmal Bianca, den lieben Bernhard. Den Albatros. Und ja, das ist ja die böse Protagonistin, die Frau da, die im Hausboot lebte und die liebe kleine, das Mädchen, die liebe kleine Penny, das kleine Mädchen, was gerettet werden musste, gefangen hielt. Die Figur Penny und auch diese Krokodile, sie hielt 2 Krokodile. Ich glaube, nur noch diese beiden Figuren gibt es. So, und ja, dann hätte man den Satz komplett, aber auf jeden Fall ist schön zu finden. Je 50 Cent, also 2 Euro, nehme ich gerne mit. Und jetzt komme ich zu Mini-Büchern. Ich hatte ja schon in einem anderen Pickup-Video mal gezeigt, dass man auch so die Pixie-Bücher durchgucken sollte und da auch manchmal schöne kleine Klassiker von früher findet. Und ähnlich war es jetzt, auch hier habe ich jetzt weit über gut 10 kleine Bücher, habe auch nur zusammen 2 Euro bezahlt. Aber eben halt Sachen, ja, die mir gefallen haben. Wie zum Beispiel Die Schlümpfe in Schlumpfhausen. Und das ist jetzt mehr so ein Lesebuch, ganz leicht koloriert. Also die Schlümpfe sind blau und das war's auch. Und zum Vorlesen einer Geschichte. Dann auch Die Schlümpfe und Schlumpfinchen. Wie gesagt, das Ding hat mal 3 Mark gekostet. Und was so etwa 1,50 Euro ist. Genau, 1,50 Euro wäre es jetzt so umgerechnet. Aber es ist halt die Schlümpfe und ich mag die Schlümpfe ganz gerne. So, dann haben wir 2 Sachen aus 2 Pixie-Bücher und auch so Klassiker. Ich habe sie einfach mitgenommen. Patsy habe ich als Kind immer gelesen und irgendwie hatte ich Lust dazu. Also Patsy besucht seinen Großvater und hier haben wir Patsy trifft einen chinesischen Vetter und einen neuen Nachbarn. Ja, und dann waren dabei auch Disney-Bücher von Disney Robin Hood. Prinz John ist leider hinten gelocht. Das ist das Einzige. Alle sind hinten ein bisschen gelocht und ein bisschen beschädigt. Aber die sind von 1974. Also wirklich richtige Klassiker. Gibt 5 Stück. 4 Stück waren jetzt dabei. Ist gar nicht so schlimm. Sind halt fast geschichtlich eben halt so mit Bildern, die Geschichte zusammen muss dann vorgelesen werden. Ist ganz witzig, hier ist jetzt Nummer 2, der beste Bogenschütze mit Robin Hood drauf. Dann haben wir hier den Sheriff von Nottingham und der Sheriff. Ja, und hier seht ihr auch wieder gelocht. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt ein Kind gelocht hat oder weil die herabgesetzt waren. Das war auch manchmal eine Methode, um Bücher zu reduzieren früher. In den 80ern und das ist halt 74, man weiß jetzt nicht, wie das da war. Und hier haben wir Befreit seine Freunde,
So, das ist dann die ganze Geschichte wahrscheinlich in 5 wiedergegeben. Fehlt einer, aber für den Preis im Endeffekt 20 Cent pro Buch sage ich nicht nein. Das sind schöne kleine Klassiker. Und mit Klassikern geht es auch weiter. Das sind zwei wirklich aus den 80ern Pixie-Büchern, die aus meiner Kindheit oder an die ich mich in meiner Kindheit erinnere. Und irgendwie dachte ich, die nehme ich mit. Nimm mir sowieso nicht viel Platz weg. Und da habe ich einmal das kleine Haus im Wald. So ein bisschen wie 5 Freunde, die zusammen ein Clubhaus in dem Stil bauen wollen und dann ein Haus im Wald entdecken und das wieder herrichten. Auch sehr, sehr schön. Und eine Geschichte, die ich irgendwie ganz witzig fand, früher als Kind. Viktor baut eine Brücke von einem Mann, der ein kleines Haus auf einer kleinen Insel hat, eine Brücke zum Festland baut und dadurch wird die Brücke immer wird die Insel immer mehr bevölkert und schließlich muss er auswandern. Eine witzige Geschichte, so ein bisschen, ein bisschen kleines Drama, aber ich fand es irgendwie unterhaltsam und ja. Kindheit. Ne? Kennt ihr das? Wenn ihr solche Sachen aus der Kindheit findet, ich find's witzig und deswegen nehme ich es gern mit. Ja, und Kindheit und Erwachsenen-Fan bin ich ja immer noch von den 3 Fragezeichen. Das wisst ihr auch, ich nehme auch manchmal Bücher mit. Diesmal habe ich eine CD mitgenommen, eine Doppel-CD. Die 3 Fragezeichen und der Nebelberg im Schatten des Giganten. Also 2 Abenteuer auf einer. Das ist die Nummer 105 und die 165. Die 105 fand ich, glaube ich, etwas besser als die 165. Aber beides unterhaltsame Folgen. Ja, haben tue ich beide einzeln. Aber warum habe ich die mitgenommen? Eigentlich ganz einfach. Als ich sie vor einiger Zeit mal irgendwie bei Amazon vorgeschlagen bekommen habe, habe ich gelesen, inklusive 2 Magneten der Covermotive. Und dachte so, wäre nicht schlecht in der Sammlung zu haben. Jetzt gefunden. Auch hier sehr, sehr schön aufgebaut, finde ich. In der CD ist jeweils immer das Covermotiv. Ein Booklet eben doppelt, sind beide Folgen zusammengefasst, wo dann für beide Sprecher das drin ist. Und sogar wie neu noch, waren da drin die beiden Covermagneten. Echt toll. Ja, wie gesagt, ich wollte es haben. Hab das jetzt gefunden und was habe ich bezahlt? 1 Euro. No brainer. Und gerade für mich als Fan von den 3 Fragezeichen war das. Na, legen wir es dahin. Doch etwas, worauf ich nicht verzichten konnte. Genau, und jetzt überlege ich, wie es weitergeht und jetzt kommen wir zu Games. Und wir haben ein wunderschönes PC-Spiel gefunden in der Big Box. Und zwar Dawn Patrol. Dawn Patrol ist so ein, es ist so ein Flugsimulator, kann man fast auch sagen, so ein Action-Flugsimulator von Doppeldeckern. Man muss gegen Roten Baron kämpfen und erzählt gleichzeitig eine Geschichte. Im Endeffekt ist es sehr ähnlich wie das klassische Spiel Wings, was es auch für PC und Amiga gab, wo man auch eben halt die zeitliche Epoche erfasste und einfach ein Pilot war, ein Doppeldecker-Pilot. Ja, gab es für 10 Euro. Ist auch richtig was drin, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Also deswegen sind Big Boxen immer ganz spannend. Na, kommt, geht auf. Und das ist ja auch das Schöne dabei, hier seht ihr richtig schönes Handbuch. So, dann die CD, Tastaturbelegung, technisches Begleitheft. Hier haben wir nochmal ein ganzes dickes Schwartenbuch über Manfred von Richthofen, also dem Roten Baron. Ist jetzt in Englisch gefasst. So richtig die Geschichte des Ganzen. Wie gesagt, so waren früher Big Boxen. Das Spiel ist jetzt okay, aber wann findet man das? Und das war in einem eigentlich schönen Zustand. Und ja, 10 Euro ist jetzt, ja gut, man kann sich streiten. Es ist jetzt kein Schnäppchen, es ist aber auch kein unfairer Preis, kann man sagen. So, stellen wir da hin. Ja, und weiter geht's. Weitere Games haben wir noch gefunden. Oder beziehungsweise erstmal game-relevante Bücher. 3 Lösungsbücher zu Blood Omen, Legacy of Kain, dieses PlayStation 1 Spiel. Dann Devil May Cry, PlayStation 2. Und das müsste auch Ghost Hunter, müsste auch so ein PlayStation 2 Spiel sein. Das sind keine offiziellen
Lösungsbücher. Es war damals in den, ja, wann war es ja, um die 2000er, teilweise aber auch noch ein bisschen eher so. Also, aber in dem ganzen Zeitraum üblich, dass so kleine Verlage Lösungsbücher rausgebracht haben. Das war noch ein bisschen, wo das Internet noch nicht ganz so populär war. Und ja, man musste eben halt auf Magazine, also auf die Game-Magazine zugreifen, wenn man wirklich mal Hilfe brauchte bei Spielen oder eben auf diese Lösungsbücher. GamePress hat auch vorher so ein bisschen gebunden rausgebracht, dann später, und das irritiert immer viele, wirklich so eine, sieht aus wie wirklich Kopier, so ein Kopierstyle. Ja, es sieht sehr, ja, es ist so ein leicht gedrucktes, kopiergedrucktes Buch, kann man so sagen. War kostengünstiger. Die haben auch so bis zu 10 D-Mark gekostet. Was für ein D-Mark? Ja, ich sag mal so 10 D-Mark. Also die haben oder 10, bis zwischen 10 D-Mark und 10 Euro, sage ich mal so, übersetzt, haben die gekostet. Beziehungsweise nee, hier steht 5 Euro, also so in dem Sinne 5 Euro herum. Ja, sind ganz nett eben. Helfen auch, sind wirklich die gute geschriebene Lösung. Die Qualität ist wirklich klasse, aber eben halt nicht lizenziert. Trotzdem mancher Bilder. Weiter, was haben wir noch gefunden? Ich habe für 1,50 Euro, achso, die gab es zusammen für 10 Euro. Ist es ungefähr wert, kann man so sagen. So 3, 4 Euro kann man für die Dinger bezahlen. Was dann ich dann noch mitgenommen habe, ist ein Adventure. So in der, ja, man kann sagen, schönen Box. Eine schöne Box. Und zwar The Book of Unwritten Tales. Die Viehchroniken ist ein Ableger der Hauptserie gewesen. Ich fand das Adventure jetzt nicht ganz so gut. Also es war nicht ganz Moor, wo es sehr gut synchronisiert ist. Der Hauptcharakter wird synchronisiert von Dietmar Wunder, der Synchronstimme von Daniel Craig. Richtig klasse, also wirklich Top-Sprecher und auch gut inszeniert. Aber es war so, ich fand es durchwachsen. Es war nicht ganz mein Spiel. Na, legen wir da an. Ja, dann in einer Grabbelkiste gab es auf den ersten Blick ein echtes Highlight für 1 Euro. Aber warum wir 1 Euro bezahlt haben, klärt sich gleich auf. Eine, ja, Dreamcast-Hülle nur. Ja genau, war nur eine Hülle mit Millennium Soldier, Expendable Cover, Booklet und Backlay. Ja, die Hülle ist bis auf hinten so ein bisschen angebrochen und das Backlay ist ein bisschen angeniedelt. Okay, aber ja, CDs, da waren so ein paar Copies drin, die haben wir gleich entsorgt. War also von was gebrannten. Aber wie gesagt, wir haben gedacht, nehmen wir mit, man findet vielleicht eher dann irgendwann mal das Spiel oder man jemand anders braucht es zum Komplettieren. Und für 1 Euro konnten wir das dann nicht liegen lassen. Irgendwie ist das eben halt bei Klassikern so. Ja, dann haben wir 2 Wii-Spiele gefunden für je 6 Euro. Nachhinein muss ich sagen, waren die Preise okay, weil ja, sie sind nicht, war nicht so schnapper, wie man gedacht hat. Ne? Und zwar haben wir hier Wii Destroy All Humans, Big Willy Enfesselt. Auch ein ganz geiles Game eigentlich, um diesen Außerirdischen, der so ein bisschen, ja, die Menschen jagt. So ein bisschen Mars Attacks Style von Tim Burton, wenn man den Film kennt. Oder diese Comics von Mars Attacks. Geht aber auch so um die 6 Euro regulär weg. Also in dem Sinne war das jetzt dadurch nicht so der Schnapper. Aber vollständig und sonst im sehr guten Zustand. Auch gerade das hier, Death Junior, Root of Evil. Auch, wie gesagt, top. Alles dabei. Ist so ein Titel auch so maximal 10, 15 Euro. Ist also in Ordnung. Aber wir hatten ihn beide nicht in der Sammlung, sondern auf der Liste. Warum dann nicht mitnehmen? Dann sind wir auch schon gleich am Ende. Ich habe nur noch 2 Games. Für 2 Euro. PlayStation 3, Sid Meier's Civilization Revolution oder Revolution besser gesagt, Revolution. Ja, ist halt ein Strategiespiel über die, ja, Menschheitsgeschichte, Krieg führen, Aufbau von Ländern. Ist der erste Versuch gewesen, dieses PC-Spiel auf eine Konsole zu bringen. Für 2 Euro haben wir gesagt, nimm es mit. Oder es wurde einfach gesagt, 2,50 und dann haben wir gesagt, komm, 2 Euro, warum nicht? Ist auch vollständig in sehr gutem Zustand. Und ja, es fehlte in der Sammlung, auch wenn man das mehr auf dem PC wahrscheinlich spielen wird. Aber warum nicht mitzunehmen? Für einen Zehner gab es das letzte Spiel für heute. Und das letzte überhaupt, was wir auf dem Flohmarkt gefunden haben.
und zwar Captain Tsubasa Rise of the New Champions von Bandai Namco für die PlayStation 4. Die Hülle ist leider ein bisschen angeniedelt, aber ansonsten heil und vollständig, sogar mit einem Code noch, der wahrscheinlich noch nicht mal eingelöst ist. Ja, diese Manga-Spiele sind schon ein bisschen teurer normalerweise, aber also mindestens 20 Euro, ich weiß gar nicht, wo das jetzt steht. Und für einen 10er fanden wir es ganz okay. Und ja, die spielen sich sowieso manchmal ein bisschen besser als manche richtigen Fußballspiele und haben natürlich so ein paar Super-Moves. Also sehr unterhaltsam. Ja. Und als Manga-Fans haben wir gesagt, nimm es mit. Ja, das war unsere Ausbeute von heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, diese Sachen zu sehen. Ansonsten kann ich jetzt nicht viel sagen. Das ist jetzt kein XXL. Es war okay, Flohmarkt, aber man macht das ja mal an den Dingen aus, die man findet. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Und ich bin auch jetzt zufrieden, hoffentlich, dass diese Aufnahme klappt. Das ist schon Aufnahme Nummer 2. Beim ersten Mal hatte ich gar keinen Ton. Deswegen ist es jetzt auch mit der zweiten Beleuchtung. Vorher war es doch so sonnig, dass ich hier ohne Beleuchtung oder ohne zweite Beleuchtung arbeiten konnte. Aber für euch mache ich das auch doppelt. Da freue ich mich und nicht nur einfach einen Ton drüber legen. Deswegen, ja, bleibe ich jetzt oder komme ich zum Ende. Ja, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn euch gefallen hat, was ich hier gefunden habe oder was gefällt euch da am besten, stelle ich mal so die Frage. Kommentiert mir das, sagt mir das, was ist vielleicht aus eurer Kindheit, wie findet ihr das, wenn ihr solche kleinen Kindheitsbücher findet, gibt es da auch Geschichten, die euch an die Kindheit erinnern? Ja, und ansonsten, ja, lasst uns quatschen in den Kommentaren, wenn euch gefallen hat, ich habe auch so einen Like-Button, freut mich auch immer, ja, das macht so ein bisschen, ja, stimmt so ein bisschen positiv, dass man auch weitermachen möchte. Auf jeden Fall freue ich mich auch, wenn ihr ein Abo hinterlasst, falls ihr es noch nicht habt, ansonsten, ja, das war es alles, was ich zu sagen habe. Und ich hoffe, dass ich bald wieder ein Video machen kann mit Flohmarkt-Pickups. Es kommen noch ein paar, so Ende August weiß ich, so richtig geile Flohmärkte, wo ich richtig mich drauf freue. Mal sehen, was da angesetzt wird. Ansonsten, wir sehen uns.